So, und willkommen zurück zur siebten Welt. Das müsste die siebte Welt sein. Fünfer, Sumpf, Eis. Genau, jetzt kommt nämlich die Steinzeitwelt. Ja, vor unserer Zeit und so ein Gelöt. Eigentlich eine Welt mit relativ gediegenen Leveln. Vom Grundsatz her zumindest. Aber, ja, bei der Platinzeit sah es da ein bisschen anders aus. Deswegen drücke ich jetzt wieder einfach mal auf Play. Zack. Jo, die letzte Welt, die ich heute mache. Nämlich vor unserer Zeit. Da geht's schon los, nämlich mit genau mit diesem Teil, mit diesen Kackpflanzen. Dass man da jetzt nicht unbedingt direkt reinspringt. Ja, zumindest wünschenswert. So, den kann man sich dann auch galant holen. Ansonsten ein sehr geradliniges Level, was eigentlich sehr schön ist. Also sehr angenehm zu spielen. Mit einer kleinen Rutschpassage, die wir jetzt auch noch haben. Auch halb so wild. Da muss halt nur gucken, wo die Kisten sind. Ne? Und wenn man da mal was nicht bekommt, auch egal. Aber ich habe hier auf jeden Fall auch ziemlich lange dran gesessen. Und hier war es, glaube ich, wirklich dann auch eher der zeitliche Faktor, der da nicht mitspielen wollte. Als der Ich-komme-nicht-durch-Faktor. Wobei, ich bin ja auch schon einige Male gestorben. Das ist schon richtig. Nee, ich bin hier 1000 Mal, glaube ich. Warte mal, mal gucken, was das für ein Level ist, wie es weitergeht. Weil hieran kann ich mich noch dran erinnern, genau. Da kommen die Lavaströme von unten, die ziemlich nervig sind. Die kommen relativ, also relativ hochfrequentiert. Also man kann auf jeden Fall jetzt nicht so ohne weiteres dann rüberspringen, wie man jetzt auch gesehen hat. Ich schön meine Maske auch geopfert. Wunderbar. Und nochmal. Man kann nur zu wenig Masken haben. Dann haben wir jetzt hier nämlich nochmal eine schöne Zeitgeschichte. Oder Zeitmaske. Das ist noch gar nicht so lange her, als ich das... Ja, habe ich auch gesagt, komm, ziehst du einfach durch. Du hast die Maske. Weil, wenn ich jetzt mal anschaue, wie viel Zeit ich schon verblasen habe. So, die ist wichtig, die Kiste. Meine Nase juckt. Dann kommen wir jetzt nämlich hier schon zur Rutschpassage. Die eigentlich so quasi das Levelende auch einläutet. Na, warum habe ich denn hier so oft verkackt? Also die Zeit war auf jeden Fall mit einem Faktor, definitiv. Und da bin ich mir sicher. So, zack. Hup. Lustige Musik auf jeden Fall. Jetzt höre ich jetzt erstmal die Musik so richtig. Und ja, okay. Geht ja noch, also 2 bis 3 Sekunden noch drunter gelegen. Ist ja erstmal eine tolle Sache. Aber auf jeden Fall, das war jetzt nicht so einfach, wie es aussah. Ich habe hier viele, viele Versuche gehabt. Aber es war jetzt auch nur so eine halbe, dreiviertel Stunde, sag ich mal. Also schon über die Stunde nicht lang. Ach, hier, genau, das war ein bisschen anders. Das Level selbst war zwar okay, aber hier war es auf jeden Fall die Zeit. Ich glaube, ich habe das 4 oder 5 Mal schaffen müssen. Also wirklich durchschaffen müssen. Meistens hat es nach 2, maximal 3 Versuchen geklappt. Bis ich endlich mal da war, wo ich hin musste. Also 2, 3 Versuche heißt, ich bin komplett durchs Level gekommen. In einem angemessenen Tempo. In einem für mich zumindest angemessenen Tempo. Das heißt, Versuche. Nicht, nicht geschafft und so. Also aber die größere Kunst war wirklich eigentlich auch meistens in einem angemessenen Tempo halt durchzukommen. Da habe ich echt mehr dran gehangen, als die Zeiten zu schlagen. Aber gut, man weiß es halt nicht. Ne? Wenn man nicht durchkommt, weiß man auch nicht, wie gut die Zeit ist. Oder gewesen wäre. So, aber das, den Bereich kann ich auch schon so auswendig. Als ich das damals vor allem gespielt habe. Ist doch gar nicht so lange her. Vielleicht, ich sag mal, 3, 4 Wochen. Oh, und jetzt sind wir da eigentlich auch schon im vorletzten Bereich quasi. Wir haben eigentlich auch nicht mehr so viel Zeit für die Länge der Bereiche, die jetzt noch kommen. Aber ist auch egal, ich brauche die Zeit. Wenn ich Masken opfere, das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass ich da schon weiß, okay, ich muss auf die Zeit Wert legen. Beziehungsweise, oder ich weiß, dass mir der die Maske, der Superman, eigentlich nichts bringen wird. Da habe ich Schwein gehabt, ne, dass ich auch so schnell durchgekommen bin. Generell bei Cortex immer den Kopfstoß machen, wenn es geht. Weil der, ja, der gibt einem schon gut Speed. So. War da auch eine Zeitkiste? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. So, Schwein gehabt. So, am besten rechts hoch. Da kommt ungleich jetzt noch eine Mauer an Kisten. Okay, ich dachte, da wäre auch noch eine Zeitkiste dabei gewesen. Und, ja, okay, war von der Zeit ja doch eigentlich recht gediegen. 1,13. Aber ich habe auf jeden Fall echt meine Probleme mit gehabt. Ja gut, man sieht natürlich dann bei vielen Versuchen auch Stelle um Stelle, wo es dann vielleicht doch noch ein bisschen schneller geht, wo man vielleicht sich noch ein bisschen verbessern kann und so. So, Dino-Spurt. Das war nämlich eins von den Leveln, die ich nicht so gut fand und nicht so gut konnte, da wo ich lange gebraucht habe.
Weil ich beim Dino so oft verkackt bin am Ende. Das sind jetzt nämlich, also jetzt kommen nämlich die beiden Level. Die Verfolger-Level mit dem T-Rex. Oh, ich bin da so heftig oft verreckt. Ne? Das glaubt ihr nicht. Halt auch wegen der Kacksprung und ich kann die Entfernung nicht abschätzen. Perspektive und so ein Gelöt, ne? Ach, was habe ich mich da aufgeregt, echt? Das war nicht schön, nee, nee. Da ist er schon, der Drecksack im Hintergrund. Unglaublich. Was ist da gerade runtergefallen? Ich hab's nicht gesehen. War es ein anderer Dino? Und auch da kannte ich alles auswendig sogar. Also von der Verfolgung. Ich wusste genau, wann kommt welche Plattform, wo ist die gerade, wo sind TNT-Kisten, wo nicht. Ich hab das so oft gespielt, das Level. Alter, Alter. Die Kackpilze auch. Und ich glaube aber von der Zeit her sind die total easy. Ne? Nur ich wollte halt in einem angemessenen Tempo durchkommen. Meine Batterie geht fast leer vom Controller, sehe ich gerade. Ja, passiert halt, ne? So, da oben habe ich einfach mal eine Kiste übersehen. So, ja, das ist auch ein bisschen blöd mit den Säureblasen. Ah, und noch ein Superman. Sehr schön. Weiß vielleicht nicht die perfekte Stelle, weil ich den nämlich direkt wieder verliere, klar. Was ich auch dumm finde, wo man keinen Superman haben kann, während man rutscht. Aber ist ja egal. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen gepennt. Und wie oft ich einfach an Sachen zu weit gesprungen bin oder es nicht ganz gereicht hat, weil ich das von der Perspektive einfach super schwer nur erkenne. Und ich wusste hinterher echt, wo ist jeder scheiß Pilz? Weil ich glaube, ich hatte alles, was mich da töten kann, hat mich da getötet. Das war nämlich die erste problematische Stelle, die drei Dinos. Weil er oftmals einfach nicht weit genug gesprungen ist. Und jetzt kommt nämlich dann nochmal eine Stelle. Hier bin ich tausendmal verkackt. Das war auch die Lava, die ich im Hinterkopf hatte. So vom Wegen, ne? Verkacken und Scheißstelle. Das war gar nicht die andere Lava. Also bei vor unserer Zeit habe ich ja gesagt, ha, warum erinnere mich das gerade daran, bla bla. So, mach kaputt da Dingen. Mach's kaputt. So, 1,35, ey. Weil ich meine, das war auch eine echt knappe Zeit. Und das war echt, nee, das war doch noch nicht, der Dreier ist scheiße. Die Dreier-Plattform. Da bin ich so oft auch wirklich zu weit gesprungen oder zu kurz. So. Ja, okay, wobei. Okay, ich war doch deutlich schneller, als ich dachte. Heiliger Bimbam. Ich habe nichts gesagt. Ja, nicht schlecht. 11 Sekunden runter. Holla die Waldfee. So, und jetzt kommt nämlich das Pendant. Nur mit Start Dingodile. Ich weiß nicht, was ich da jetzt versuche. Achso, ich wollte die einfach nur die Dings fressen. Oh, ja, aber das, boah, das habe ich so oft gemacht, das Level. Das gehört auch mit unter den Top 5. Und ich weiß, wenn ich so weitermache, braucht ihr mich zu sagen, dann habe ich bald 10 Level in meiner Top 5. Na, das gehört auf jeden Fall definitiv auch zu den Leveln. Also das war auch deutlich schlimmer als Dinosport. Vielleicht war Dinosport auch nicht so schlimm, ich komme mich nur halt an die Stelle erinnern. Weil Dinosport war ja noch ein bisschen einfacher. Ne? Da haben die ja noch nicht so viele Nitro-Kisten oder viele TNT-Kisten statt aus mit Nitro-Kisten ersetzt und so ein Gelöt, ne? Aber hier habe ich auf jeden Fall auch oft das Ziel erreicht und es einfach nicht geschafft. Und das war ja umso doppelt nervig. Da habe ich gesehen, ah, okay, jetzt bist du bis dahin 30 Sekunden schneller gekommen. Ich wusste immer genau, zu welcher Zeit ich wo war. Ne, um halt überhaupt zu vergleichen, okay, ich muss am Ende noch 5 Sekunden gut machen oder so, ne? Reicht das denn jetzt von diesem Standpunkt aus, bin ich auf dem richtigen Weg? Und, ey, das war, boah, das habe ich so oft gemacht, das Level. Es gab viele, also einige Level, die ich so häufig gemacht habe. Aber das gehört auf jeden Fall mit dazu. Und weil das ja auch noch recht frisch im Gedächtnis ist. Das ist ja auch irgendwie 3 Wochen her oder so, wo ich das hier gemacht habe. Einfach durch direkt, weil die Masken kann ich eh nicht weiter oder anderweitig gebrauchen. So, genau. Genau, der muss nämlich perfekt kommen, dass man quasi mit dem Auftrieb nochmal auf die TNT-Kiste kommt. Den kann man schön überspringen. Da sind wir gleich auch schon da. Und ein bisschen Springensfeld haben wir zwar noch. Man kann halt nicht viel schneller mit Dingo-Teil sein, das geht einfach nicht. So, fup, fiep, fab. Und direkt hoch. So, jetzt haben wir noch ziemlich genau 44 Sekunden. Ja, knapp 44 Sekunden Zeit. Es gab aber auch Zeiten, da war ich besser. Also, da habe ich da irgendwie bei 57 stehen gehabt und sonst irgendwas. Das war für mich immer so das Indiz dafür. Weil das ist echt. Das habe ich, glaube ich, ziemlich knapp geschafft. Ich meine auch, wir kommen auch noch bei Leveln an.
wo ich dachte, dass ich eigentlich die Zielzeit überschritten haben müsste, aber aus irgendwelchen Gründen es doch geschafft habe. Aber vielleicht habe ich doch einfach nur falsch geguckt. Und vielleicht gehört das Level ja auch dazu. Man weiß es nicht. Boah, ich bin so froh, dass ich das alles rum habe. Ich bin so froh, dass ich euch das noch zeigen muss und nachkommentieren oder die nochmal spielen muss. Ach. Nee, ich werde es wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben machen. Also, weil so viel Spaß hat es dann doch nicht gemacht. Das war eigentlich echt in vielen Stellen frustrierend. War froh, dass ich einfach Sachen geschafft habe. Da habe ich gesagt, ah cool, nächstes Level. Ich habe gedacht, ah, nur noch so und so viel Level. Dann hast du es geschafft. Das ist die falsche Motivation für mich. Es war auch eine Form der Motivation, aber wie gesagt, für mich ist sie falsch. So, Superman, genau. Ja, das ist auch so eine Scheißstelle. Da kann man so viel Zeit verbrennen. Echt, ey. Und ich tue es auch gerade ganz gut eigentlich. Wie viel Zeit ich da jetzt schon noch habe, ey. Alter, da mal 20 Sekunden um den Dreh rum, ne? Direkt auch die Maske weggeballert. Man hat hier keine, also, ich sag mal so, die Maske, die wirkt nicht mehr nach, sobald die Musik weg ist. Ne? Das finde ich ein bisschen schade. Also, wegen so eine Karenzsekunde kann man ja noch geben. Das ist jetzt hier kein Multiplayer-Spiel oder sowas, wo sowas irgendwie Schaden machen würde. Und da, mega gefährlich, vor den Rippen, waren nämlich schön noch zwei TNT-Kisten. Voll die Sauerei. So, okay. Und? Ja, gut. Bei 1,43 sind 1,5 Sekunden wirklich nicht viel. Aber egal. Ja, ungefähr 1,5 Sekunden. Ja, ein bisschen mehr. Ja, schön. Aber auch diese Welt ist geschafft gewesen. Die gehört ja für mich jetzt eigentlich nicht mehr zu den schwierigeren Welten. Deswegen hat die mich jetzt nicht unbedingt für die Sumpfwelt, die auch recht scheiße war, vorbereitet. Weil, wie gesagt, ich habe es ja von hinten nach vorne durchgespielt. Und ich dachte eigentlich, dass die Steinzeitwelt so ein bisschen Entspannung wäre nach dem, was wir schon durchlebt haben in den letzten Welten. Und ich meine in den letzten Welten, die jetzt noch kommen werden. Dann wisst ihr, was ich meine. Gut, aber egal, das war's auf jeden Fall mit Welt Nummer 7. Mit der Steinzeitwelt. Und dann geht's dann nächstes Mal weiter mit... Ach du Scheiße, da sind wir im Weltraum. Okay, alles klar. Dann sage ich einfach mal bis dahin, ne? Tschüss.